Das ist wahrscheinlich wieder Copyright-Mogel. So. Ja. Willkommen zurück. I guess. Neues Spiel. Ja, ich habe ja einmal kurz reingeguckt. Typisch. Mafia 1 und 2. Letzten paar Wochen durchgemacht. Spiel auf Mittel, I guess. Normal. Automatisches Zielen aus. Gar nicht geguckt, ob das wirklich konstant 60 FPS war. Ich glaube schon. Ansonsten müssen wir gleich nochmal was runterstellen. Rechner hat auf jeden Fall Bock. Ordentlich am Rattern. Mafia 3 spielt in einer fiktiven Version der US. What? Viel zu schnell. Achso, ja. Mal Hinweis darauf, ja. Alles, was hier passiert, ist vielleicht ein bisschen scheiße, aber das ist Geschichte. Also, halt die Schnauze auf, um zu heulen. Basically. Bloß nett gesagt. Lincolns Mutter verließ ihn so ungefähr gegen 1947. Das war etwa 2 Jahre nach seiner Geburt. Seine Mutter war Dominikanerin. Ich dachte immer, sein Vater war ein Weißer. Vielleicht Italiener, aber das war egal. Wer damals auch nur ein bisschen schwarz aussah, war eben ein Schwarzer. Wie heute auch noch, nehme ich mal an. Er blieb im Waisenhaus bis etwa 1958. Wann haben Sie Lincoln Clay kennengelernt? 1966. Ich habe aus Laos Geheimoperationen für die CIA geleitet. Er war eine Leihgabe von einem Sonderkommando von CIA und Pentagon. Er war ein ruhiger Junge. Ein braver Kerl. 2 Verwundetenabzeichen, eine Tapferkeitsmedaille und eine für besondere Verdienste. Er hat sich für dieses Land außerordentlich verdient gemacht. Nach der Schließung des Waisenhauses schloss er sich Sammy Robinson an. Sammy war der Chef der schwarzen Mafia in Delray Hollow. Ich war davon natürlich nicht gerade begeistert, aber für schwarze Jungs aus dem Waisenhaus gab es damals nicht viele Möglichkeiten. Wenn man Jungs wie Lincoln allein lässt, dann suchen sie ein Leben lang ein Zuhause. Suchen nach einem Platz, wo sie hingehören. Er hat wohl gehofft, dass er den in der Armee findet. Doch dann, nach seiner Entlassung, hat er irgendwie den Halt verloren. Als er aus dem Krieg heimkehrte, zog es Lincoln wieder zurück zu Sammy. Sammy schuldete der italienischen Mafia eine ganze Stange Geld. Und er brauchte Lincolns Hilfe. Eine Schande, was da passiert ist. Es bricht mir das Herz.
New Bordeaux, L.A., 27. Februar 1968. Mardi Gras. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Echtes Geld zu benutzen, um die Federal Reserves zu beklauen. Scheiß drauf, Mann. Ist doch nicht unser Geld. Das kam alles von Scaletta. Außerdem ist es nichts im Vergleich zu dem, was wir da holen. Ist das alles, was wir verbrennen müssen? Ja, alles klar. So. Schnapp dir die Schlüssel für den Laster, damit wir abhauen können. Okay, hier wird direkt gesagt, wie das zusammenhängt. Oh, achso, ja, DLC-Quark. Okay, ja, Scaletta war ja der vorige Charakter aus dem zweiten Teil. Muss man eben gucken. Vielleicht stelle ich nochmal tatsächlich noch was runter. Anzeige technisch. Was habe ich denn? Ich habe das eigentlich alles auf dem Mittel. Das kann ich aber runterstellen. I guess Schattenqualität kann ruhig niedrig sein. Umgebungsverdeckung auch niedrig. Meine ist ja smooth. So. Schlüssel, Kollege, Schlüssel soll ich holen. Alright. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so liegen lassen sollten. Er hat uns den Transporter gebracht, wie vereinbart. Hat sogar seinen Partner gekillt, damit es echt aussieht. Aber wenn du Zweifel hast, warum dann das Risiko? Keine Ahnung. Muss man eben Audio gucken. Ist Audio? Video-Lautstärke? Ah, okay, dann stelle ich Video-Lautstärke nochmal runter. Dialoge einmal hoch. Das scheint mir gerade ein bisschen Läuse. Ja. Gut. Schlüssel. So. Ich, Kollege. Ich müsste ich beide mitnehmen, wenn ich ehrlich bin, aber. Wait, Set. Gut. Wir sollten los. Du hast die Schlüssel, also setz dich ans Steuer. Oh ja. Sonst verziehen wir uns von hier. Das habe ich beim Testen einfach nur aus Langeweile gemacht und dann gibt es einfach einen Erfolg hier. Blub. So, jetzt kann ich mir das auch mal angucken. Das finde ich jedes Mal zum Brüllen. Okay. Na gut. Let's go. Aber vorher mal einmal gucken. Mal kurz was schlucken. Okay, keine Ahnung, ob es jetzt besser ist oder nicht. Hat halt hier wie Scheiße. Oh, ist definitiv. Hat getan werden. Immer noch. So. Gibt's hier wieder einen Geschwindigkeitsbegrenzer? Fahr vorsichtig in die Stadt, sonst haben wir ruckzuck die Bullen am Hals. Der arme Wichser da, der hat keine Ahnung, was ihm blüht. Was war sein Anteil? 5%? In der Größenordnung, ja. Nicht, dass er sie ausgeben könnte. Das FBI wird ihn für den Rest seines Lebens überwachen. Wäre besser für ihn gewesen, wir hätten ihn gekillt. Wenn ich in Vietnam was gelernt habe, dann dass es immer gut ist, jemanden zu haben, der im Notfall die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Damit man sich klammheimlich verpissen kann. Dann sag doch mal, was war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast? Das willst du nicht wissen. Hör zu, Mann. Ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt.
Ach, Georgie Marcano zahlt Steuern? Steuern? Ja, verdammt, mach ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Und, kriege ich jetzt eine Antwort oder was? Ja. Wir waren an der Küste bei Quang Nai. Ach so, ja. Haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff. Da kommt diese Frau. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie einen Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beidem mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem, das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Herr im Himmel. Hey Mann, du hast gefragt. Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Ich meine, scheiße. Das ist nicht ihre Schuld. Die Zustände da drüben, das war die Hölle. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder. Und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergebombt. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Schwein wurde wahrscheinlich nicht mal gegessen. Ja, schon gespannt, ob sich hier mit der Polizei was geändert hat. Ob die jetzt einen auch verfolgen, wenn man über Rot fährt. Ich weiß nicht, wie es auch irgendwie das... Ich habe bemerkt, aber irgendwie kommt mir das ganze Spiel so ein bisschen verschwommen rüber. Vielleicht Einstellung oder so, ich habe keine Ahnung. War ist schon nicht unbedingt ultra geil. Ja, ach so, genau, Geschwindigkeitsbegrenzer wollte ich immer geguckt haben. Was dafür eine Taste wieder gibt oder nicht. Geschwindigkeitsbegrenzer. Eine Zeitlupenfahrt. Scheint nicht so. Okay. Ja gut, dafür aber auch nicht zu schnell fahren, ne? Da werden sie bestimmt wieder drauf reagieren. Die Leute sind weird hier. Bibel. Bibel. Hey. Vor ein paar Tagen hat mir so ein Scheißer die Luft aus den Reifen gelassen. Interesting. Ja, echt eine seltsame Scheiße hier. Das Wachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt. Meinst du? Ich lass sie einfach unter dem Sitz. Hört sich nach Bullshit an. Die werden doch nichts dagegen haben, dass ich eine Knarre habe.
America. Oder Schein-Amerika. Ein USA. Mal sehen, ob diese gefälschten Ausweise ihr Geld wert sind. Ja. Ja, auch ehrlich gesagt, ehrlich? Das ist echt eine bessere Stelle, um eine Einfahrt zu haben. Weiß nicht wieso. Fort hinten zur Laderampe. Kann sein, dass die Jungs manchmal einen etwas rauen Ton am Leib haben. Ich bin schon öfter Nigger genannt worden. Schon klar. Nimm's nur einfach nicht persönlich, wenn ich da mitmache. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass wir an die Kohle rankommen. Ja. Oh. Wenn ich was sage von wegen, es ist heiß, schlagen wir zu. Okay. Na denn? Kann ich auch langsam gehen oder muss ich so? Los geht's. Einmal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Wir sollen das Geld verbrennen. Was zur Hölle macht denn die Pissnacki hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie es ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Du kannst mitkommen. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Sure. Bringst sie in die Brennkammer runter. Wie viel habt ihr abgesahnt? $238,546. Meist kleine Scheine. Wenn wir fertig sind, soll Miss Gale dein Büro anrufen und die Lieferung bestätigen. Vielen Dank. Jo. Macht er das schon nicht? Na, Radio? Geht. Die Schrotflinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin doch in Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Du kannst sie auf dem Weg nach draußen wieder abholen. Die Brennkammer ist unten im Keller. Hier lang. Hab euch lange nicht gesehen in dieser Gegend. Ich war eine Weile drüben in Georgia. Er ist gerade aus der Armee raus. Mein Cousin versucht seit über einem Jahr hier einen Job zu kriegen. War für 2 Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein, danke. Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird. Ach, wait. Ach ja. Da waren wir ja auch, ne? Waren wir ja auch schon mal. Nicht aneinander rum da hinten. Hurensohn! Scheiße, sieh dir das an. Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold ist. Washington hält es immer in Bewegung wegen des Kriegs. Mal ist es hier, dann wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Da sind wir. Und jetzt? Einbringen? Einschmeißen? Stell die Säcke auf den Tisch da. Auf den Tisch? Ah. Ich kannte das hier gar nicht. Hätt's mir größer vorgestellt. Läuft wie am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Scheiße, ist das eine Hitze hier drin. Früher haben wir Kohle verfeuert, aber vor einem Jahr oder so sind wir auf Öl umgestiegen. Gibt eine gleichmäßigere Flamme. Da kam so ein Typ vorbei und wollte mich überreden, auf Öl zu Da habe ich ihm gesagt, ich habe kein Interesse. Willst du weg? Ich auch nicht, bis ich das hier gesehen habe. Zumindest haben wir mit Öl nicht überall diesen scheiß Ruß. Achso, er hat ja gesagt, es ist heiß hier. Gott, war dieser Kerl ein Arschloch. Wir müssen los. Danny und Alice sind jeden Moment da. Gib mir eine Sekunde. Nicht? Oh. Kümmer dich um die Wachen. Und halt den Arsch unten, nicht, dass die uns dran kriegen. Ich weiß, was ich mache, verdammt. Zum Horn. Okay.
Ich habe doch unser altes Haus vermietet, weißt du noch? Hab da gestern Abend angerufen und denen gesagt, ich wollte das Haus verkaufen und sie müssten in 2 Wochen draußen sein. Und dieser Kerl, so ein Typ namens John, quatscht da auf mich ein. Laut Mietvertrag hätte er das Recht auf 30 Tage Kündigungsfrist und fragt mich, wie er denn in 2 Wochen eine neue Bude finden sollte. Ich habe ihm geantwortet, das sei ja wohl nicht mein Problem. Das Haus sei mein Eigentum und damit könne ich machen, was ich wolle. Und wenn er mir nochmal mit dem Mietvertrag ankommt, wische ich mir damit den Hintern ab und lasse ihn das Ding auffressen. Und nicht nur das. Ich weiß, dass er mit ein paar Niggern befreundet ist und die kommen dann rüber und spielen Karten bei ihm. Ich habe John gleich beim Einzug gesagt, dass ich keine Nigger auf meinem Grund und Boden dulde. Wenn das die Nachbarn sehen, stellen die mir Fragen und wollen wissen, mit was für Leuten ich mich abgebe. Ich finde, Nigger sollten nur mit anderen Niggern Karten spielen. Elende Arschlöcher. Tut mir leid, aber über sowas kann ich mich tierisch aufregen. Okay. Was? Scheint ja nur hoch und runter zu latschen. Beim Hochlauschen da. Gut. Das, wenn er dann hier unten steht, kann ich ihn einmal ausnocken. Ja, so viel einfacher, wenn ich den einfach in. Scheiße, ich bin hundemüde. In den Ofen schmeißen könnte. Ja, ich habe einen Freund für dich. Oh, sind die nicht süß. Okay. Nee. Moment. Ja, man muss hier erstmal Leute wegpacken, ja. Je schlechter die Leute zu finden sind, desto mehr Zeit haben wir, bevor die Alarm machen. Und Waffen dürfen hier auch nicht auf dem Boden rumliegen. Waffenmenü. Muss Mitte gedrückt halten. Waffenstellwechsel, Bild runter. Wegstecken. H oder H im Waffenmenü. Weiß noch nicht, wo ich die hingesteckt habe, aber gut. Ich hoffe, die Kombination, die wir von Skeletta haben, ist richtig. Leck mich am Arsch. Los, fang an, Godzilla. Verfickte Scheiße. Ist ja Wahnsinn. Ich sehe mich erstmal hier um und du checkst, was du draußen kriegen kannst. Wenn die anderen mit dem Bohrer durch sind, werfen wir hier alles runter. Oh, Scheiße. Hey, hast du den Alarm ausgelöst? Scheiße, ich hab nicht gewusst, dass hier drin noch eine Anlage ist. Okay. Wir müssen die Wachen aufhalten, bis Danny das Loch gebohrt ja. hat. Hey, wir geben jetzt nicht auf. Ja, Scheiße. Oh, wait, habe ich da gerade Schrotflinte gesehen? Gut. Na, oh, fuck. Ähm.
Eins. Oh. Ach so. Nur eins zur Zeit. Automatisches Ziel. Ja, nee, wollten wir nicht. Unsere einzige Möglichkeit hier rauszukommen. Spreng du die Tür auf, ich gebe uns Deckung. Kann ich da die Muni auch noch haben? Nein, der reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Geh auf! Verdammte Scheiße! Hä? Wer mit dem Scheißteil? Du bist doch einfach nur ein Noob, Jung. Was freigeben, halt den Cursor im grünen Bereich. Drücke E, wenn die Anzeige im grünen Bereich ist. Was? Wie jetzt? Dann ist doch hier schon. So. Ach so. Oh Junge. Gönnung. Die auch noch. Jetzt geht's los. Scheiße, Mann, die Kerle meint's ernst. Hab wesentlich Schlimmeres erlebt in Nam. Das hier ist doch Kinderkacke. Bleib nah am Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeigen. Officer getötet. Dieser Bimbo will es wissen. Was für ein Bimbo? Sammy hat seine Jungs überall gehabt. Einer hat in der Reinigung gearbeitet und die Uniformen beschafft, die Georgie Marcano und Lincoln am Tag des Überfalls getragen haben. Ein anderer war Hausmeister bei der Federal Reserve Bank und hatte eine Planskizze geliefert. Der Überfall auf die Federal Reserve Bank war perfekt getimt und wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Mitwirkung von Sammy Robinson, Lincoln Clay und dem Rest der schwarzen Mafia. 20. Februar 1968, eine Woche vor Mardi Gras. Frisch aus Vietnam zurück? Ja, wieso? Ich war ein Marine im Pazifik. Ich sag dir jetzt mal was. Du bist zwar daheim, aber noch nicht zurück. Verstehst du? All die Menschen hier, die kapieren das nicht. Werden sie auch nie. Hey, sieh zu, dass du sauber bleibst. Entschuldige die Verspätung. Ich stand auf der Brücke im Stau. Ach, kein Problem. Verzeihung, Sir. Ich suche meinen Stiefbruder Lincoln Clay. Wo ist er? Früher bist du bei der kleinsten Verspätung ausgerastet. Du blödes Arschloch. Oh, so kenne ich dich. Wie war die Reise? Ach, weißt du, das erste Mal seit 4 Jahren hat mir keiner gesagt, wo ich hin soll, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Das war der Knaller. Wie geht's denn deinem Alten? Mann, fang bloß nicht mit Pops an. Der muss endlich mal seinen Arsch hochkriegen. Also ist ja alles wie immer. Ich sag dir, du hast keine Ahnung. Mann, oh Mann. Scheiße, Alice. Sieht spitze aus. Ja. Wie ich ihn hinterlassen hab. Wird mich nie trauen, mit deiner Karre Scheiß zu bauen, Mann. Dann mal los. Fahren wir nach Hause. Euer Fahrt mit Marzipan. Route festlegen. Karte mit Tab öffnen. Jo. Okay. Und Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstürzt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kämpfst gleich den Bürgersteig lang. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama. Ach, Scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Mama. Er wird froh sein, wenn du da bist. Jung. Hm.
Ich muss mal. Ja, mit der Graphics rumprobieren, ja, umspielen. Vielleicht kriege ich das ja doch auf Distanz auch nochmal scharf. Polizeibeobachtung. Die Polizei greift dich an, wenn du in ihrem Sichtbereich Verbrechen begehst, dich verdächtig verhältst oder du gegen Verkehrsregeln verstößt. Ja, gut. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Klar. Die kamen nach Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Die haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls vor einem Monat krieg ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für hier unten. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt, geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine drei Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob die überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sal sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Ward. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Sehen wir nicht mal. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber H ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja, gut. Schon klar. Was hat der denn für Probleme? Junge. Oh. Wenn du erst mal angekommen bist, shit, dachte ich, wir schauen in diesem neuen Laden im French Ward vorbei. War gar nicht rot. Orange. Mit zwei Mädels vielleicht. Und mit wem soll ich da hingehen? Mit deiner Großtante Beatrix? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Die waren wie zwei Kartoffelsäcke mit nichts drin. Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich. Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Regine. Regine? Glaub mir, wenn du die siehst, willst du gleich loslegen. Ist das so? Die Hälfte der Jungs aus dem Hollow kleben an ihr dran. Wollen mit ihr ausgehen. Holen sich alle einen Korb. Sie hat bloß Augen für dich, Lincoln Clay. Fick dich. Wart's ab, Mann. Sobald du sie siehst, steht er dir wie eine Eins. Irgendwie habe ich hier das Gefühl, dass es genau das Gegenteil sein wird. Sorry, war ich nicht. Oh, muss ausgerechnet. Da, wo ich dann überlege, einfach Vollgas zu geben, plötzlich ein Polizist in der Nähe sein. Was ist das? Die will mich trollen. Hier muss man die Straßenschilder gucken. Ist hier irgendwo eine Geschwindigkeitsbegrenzung angegeben hier? Oh, weiß nicht, hier aber auf jeden Fall nicht. Richtig gut geparkt. Komm, wir gehen vorne rein. Du wirst deinen Kriegsheldenarsch nicht durch die Hintertür reinschmuggeln. Nicht? Warum denn nicht? Seht mal, wen ich beim Schnorren vor dem Bahnhof aufgelesen habe. Hey, freut mich, Mann. Hallo. Mann, du solltest doch Lincoln Clay heimbringen. Nicht den Mordsnigger, der ihn gefressen hat. So sieht's aus, alter Mann. Ich wäre endlich mal da, wo Leute kochen können.
Hey, willkommen daheim, mein Junge. Wie geht's? Ah, vielleicht geht's gleich, wenn ich was zu trinken bekomme. Ah, den Kornwhisky hast du ja immer schon geliebt. Alle herhören, ich will was sagen. Mein Vater meinte immer, dass sich der Wert eines Mannes in der Spur zeigt, die er hinterlässt. Als Lincoln mir eröffnet hat, dass er zum Militär will, war ich dagegen. Zu gefährlich, sag ich. Lass doch die anderen sich die Köpfe einschlagen. Doch dann habe ich erkannt, Lincoln muss da raus und seine Spur hinterlassen. Und genau das hat er auch getan. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Komm hier. Hey. Hey. Siehst gut aus. Schön, dich zu sehen, Lincoln. Ich hab für dich gebetet. Danke, Pater. Vielen Dank dafür. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hucke voll? Was fühlt man, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Erleichterung? Furcht? Schuld? Es ist, als wäre man gefangen. In einem dunklen Raum. Ohne einen Ausweg. Und jede Angst, jeder Albtraum, den man je hatte, ist mit dir in diesem Raum. Keine Chance zu fliehen. Kein Entrinnen. Doch dann, eines Tages, öffnet sich eine Tür und man kann gehen. Einfach so. Aber man hat mit dem Terror und der Todesangst seinen Frieden gemacht. Das alles gehört nun zu dir. Und du hast Angst, dich davon zu trennen. Aber was bleibt einem übrig? Jeder Soldat muss dadurch. Ein jeder auf seine Art. Oh Mann, werde ich morgen Schädel haben. Ach komm, schlaf dich einfach aus. Dein Zimmer ist noch so wie früher. Ich leg mich lieber in den Keller. Wieso in den Keller? Du willst doch nicht etwa da unten pennen, ne? Wir sehen uns morgen früh. Mann, oh Mann, der Krieg hat dich wohl völlig weich in der Birne gemacht, oder? Ein wenig Action. Geh ins Bett. Aha. Direkt wieder Heftchen oder was? Okay, immerhin ist nicht direkt komplett freizügig. Oh, chillige Mucke. Random war das denn? Raus her! Oh, falsche Seite. Ein Safe? Oder Tresor bald schon eher? Pfeifen kohlemäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln.
Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach Junge, die Augen ich auf! Junge, ich nicht nochmal! Ganz wie du willst, alter Mann. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für... Soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Na los. Die Leute warten schon auf ihr Essen. Oh, ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er, sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Doch er wollte Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Küche Warm Hearts. 21. Februar. Was sagt 60? Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du es Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Gerne dann. Oh, Bruder. Du bist Sammy von mir, Lincoln. Mach ich. Könnt ihr. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Ja. Ja, kann ich. So, muss eh drücken. Danke. Hau rein. Schön, dich zu sehen. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Ach, ich helfe nur aus. Nicht der Rede wert mehr. Erst 2 Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Werd besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. Hi, Lincoln. Wie geht's, Regine? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wieder zu sehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Vielleicht. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Regine! Oh. Lincoln, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. What? Deckung springen, Leertaste W. Bonk. So. Gut, bam, war's besser. Und jetzt nochmal schön auf den Boden. Alter, was? Du kannst hier nicht mit der Klifte reinkommen. Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt.
Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macoute und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Parker. Ah, schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Aha. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war, die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selma Carno. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Macano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den 20ern haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu's bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Nicht ganz so einfach. Kämpfer, aber meist. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Die solltet ihr nie unterschätzen. Celui qui sait, diverses celles. Suscite l'hostilité. Willst du das wirklich so machen? Das Letzte, was sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, Straße, du weißt, Auto? Was du tust. Was? Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Können wir zum Dock. Yeah. Oh, ja, ich falle einfach rein. Cool. Rech dich an deinen Gegner und verbirg dich vor ihnen. Gegenschau Aufmerksamkeit. Bist du einfach zu nah oder machst du Lärm, verbreitest die Markierung aus. Wenn du schleichst, machst du weniger Lärm und hältst dich aus dem Blickfeld der Gegner aus. Ja, kann ich. Wait, kann ich aber auch langsam schleichen, sodass sie wirklich gar keine Geräusche vielleicht macht? Geht das? Maybe? Gehen. Feststelltaste. Papa Legba, öffne mir das Tor. Adibon Legba, öffne mir das Tor. Ich
Hatte schon wieder ein Krokodil am Warten oder was habe ich da gerade gehört? Okay. Also der ist auf jeden Fall tot im Endeffekt. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Automatiksturm. Oh, Sturmgewehr. Ich gehe erstmal weg. Aber Gönnung pur. So. Wie funktioniert das hier eigentlich mit Speichern? Ist das auch wieder Checkpoint-technisch oder was? Oder wie? Ja. Okay. Sieht da oben ein. Weil da unten an der Ecke ist auch einer. Irgendwas soll tatsächlich am besten von unten hier reingehen, oder? Alter. Wow. Der sieht mich ja nicht. Für eine Sekunde, der kommt hier jetzt reingeladen. Das wäre ja mega ungünstig. Wir hätten den alten Mann schon längst umlegen sollen. Ich schätze, der Boss hatte Angst, dass Sammy uns Marcano auf den Hals geätzt hätte. Der weiße Arsch kümmert sich doch einen Scheißdreck um so einen ausgelutschten Nigger. Solange das Geld reinkommt, ist es Marcano egal. Heifen. Gegnergruppe von Gegnern aufzuteilen oder vorzulocken. Okay. Wer es ihm überreicht. Oh shit. Oh ne. Er hat einen Schläger. Genauso wie ich. Aber mein Schläger ist... Keine Ahnung was. Eine Faust. Oder ich. Weil der kann hier ja liegen bleiben. Okay. Und die hier schön ist? Eine Karte. Da sind zwei Bobs. Ja. Wird einfach aus meiner Karte nicht mehr eingeblendet. Auch gut. Auf meiner Karte. Wo soll ich denn überhaupt genau hin, Mann? Einfach nur... Ach, wo? Wait. Der andere Dude ist ja jetzt hier, ne? Er ist ja. Wo ist denn der? Jo. Aber der kann hier chillen, oder? Irgendwas drin? Heftchen oder so? Nö? Gut. Wo denn? Ah, ich hab das Gewehr. Alarm. Ich sehe hier gerade nichts und niemanden. Ah, okay. Komm ich hier hoch? Hier?
Nein, nein, nein. Von außen käme ich da. Oh. Das ist doch... doch scheiße. Jetzt einmal extra nach nochmal außen rum oder was? Frage ist, ob ich da überhaupt hinkommen täte. Ich glaube nicht. Wo bin ich? Ja, gut. Dann muss ich mir irgendwie einen Weg da eher pfeifen oder finden. Und die drei auf dem Haufen wird schwer, glaube ich. Da kann ich vielleicht hier hoch und dann hier hoch. Nein. Ach, das ist doch scheiße. Immer dann, wenn man Parcours haben möchte, hat man keins. Ich kann da einfach hinter ihm vorbei. Weißt du was auf die beiden? Oh, hier ist sogar eine Leiter hoch. Ich glaube, die muss ich auch. Ja, die müsste ich benutzen. Vorne ist ein Boy. Wenn ich ein richtiges Scope hätte, ey. Easy. Aber nee. Hier kann ich einfach runterdroppen, oder wie? Das funktioniert nicht so gut, wie ich mir das erhofft habe. Oh, kommt er wieder. Ich glaube, ich muss hier make it chill und den herpfeifen. Ich hab da was gehört, das mir gar nicht gefällt. Gefällt ein Gepfeife nicht? Hi. Okay, und jetzt könnte ich den am Lagerfeuer da unten ja pfeifen. Das tun wir auch mal. Ach nee, kann ich nicht. Hä? Hallo, ist der taub? Okay, wenn das da nicht geht. Ja. Nehm den einfach mal eben hier. Müssen wir hier in der Ecke ein bisschen? Achso, dürfte auf jeden Fall gehen. Moment, ich hab was gehört. Nee, hast du nicht. Sehen. So, der geht jetzt auch nochmal zu den Haufen Fleisch da. Fleischsalat, wie man so schön sagt.
Lecker Schmecker. Das habt ihr auch vermisst von, oh, von Hitman, ne? Schönen Fleischsalat. Steht da einer? Nee. Du hast ein... Ich bin da. Gott. Wait. Ist da nur HP oder ist da auch noch was anderes? Nee, ist nur HP. Okay. Machen wir hier hinten rein. Oder rum. Mich aus, aus dem Augenwinkel. Er ist jetzt wieder in Bewegung. Ah, verdammt, nee. Ich fürchte, ich muss die alle loswerden. Also ich muss den hier hinten loswerden. Weil er möglicherweise mich sieht, den da, wenn ich den loswerde. Und den, der muss aus dem Weg. Glaube ich zumindest. Oder? Ja, der muss weg. Der muss einfach. Tut mir nicht leid. Aber ja, tut mir nicht leid. Wenn der Kollege sich jetzt auch nochmal bewegt. Hier die Fresse ein, Junge. Scheiße, ey. Nimm den Arsch ins Kreuzfurt! Sag mir was! Ach nö. Scheint weg zu sein. Ich würde sagen, der Sieg ist unser. Scheint weg zu sein. Ich würde sagen, der Sieg ist unser. Keine Ausreden. Nehmt hier alles auseinander. Wir gehören nicht. Scheint weg zu sein. Ich würde sagen, der Sieg ist unser. Alter, dass wir das auf Kilometer Entfernung hören, ist das Shit. Gib mir HP oder ist es nur Armor? Wenn wir jetzt dafür erzählen, dass der da jetzt chillt. Ihr seid doch scheiße. Da ist ja unser Junge! Keine Ausrede! Nehmt hier alles!
Der Motherfucker macht es spannend. Hinter ihn, bevor er sich zurückzieht. Wir gehören nicht zu den... Aber diesen Affenarsch wurde verscheucht. Eine Schrotflinte! Vorsicht! Den Fixer mache ich fertig. Hä? Gleich kann er was erleben! Muss nachladen, gib mir Deckung! Gott verdammt! Ah, du Sack! Nur weil er sich, nur weil er nicht vernünftig schleichen gelernt hat in der Armee. Hier liegt noch einer! Wir haben diesen Affenarsch wohl verscheucht. Hinterher! Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben! Ah. Oh, Mann! Junge! Warum können die auf einmal Augen aufmachen? Ich schieb dir gleich so einen fetten Schwanz in den Hals. Du wirst einfach schwanzlos Lutscher lieben als Namenpflicht. Mich interessiert jetzt. Komm, schieß auf mich, du Sack. Hallo? Geht doch. Und wo lädt er jetzt wieder? Bevor ich vom Dings runtergedroppt bin oder irgendwann zwischendrin? Alter, das ist ja... Nee. Langsam gehen ist richtig beschissen. Ich werd gehen auf jeden Fall auf eine andere Taste packen. Es bleibt getriggert, solange du in Bewegung bleibst. Also im Grunde genommen so wie Sprinten mit einem Controller. Bei den meisten Games. Und ich bin ganz ehrlich, das nervt. Vor allem, weil das halt für Gehen ist. Und das ist auf Feststelltaste ist dann. So, was habe ich denn? Habe ich irgendwas auf Back? Kann ich hier überhaupt Back benutzen? Oder Maustaste 4? Ach nee, ich glaube, das ging nicht. Deswegen hatte ich auch Nahkampf nicht da drauf, oder? Ja, es ging nicht. Halt? Nein. Was ist denn auf Alt überhaupt? Kontern. Ja gut. Keine Ahnung. Oh, das ist besser als Feststelltaste. Ich hasse es, wenn das Licht angeht. Und feststellen. Zeitlupenpfad ist auch da, Mann. Was Kuku ist Nahkampf bzw. Interagieren. Warum kann man Back nicht benutzen, Mann? Maustaste 4. Das ist doch scheiße. Informationsansicht, oh mein Gott.
3, 4, 5. Radiosender. 1, 2 sind Waffen. 6 irgendwas? Ich glaube, 6 ist nichts. Dann kann ich das auf 6 machen. Und warum 6? Weil auf meiner Maus die 6 noch verfügbar ist zu drücken. Gehen. 6. Zwar auch nicht unbedingt beste, aber es ist besser als die Feststelltaste. So. Das heißt, jetzt kann ich zumindest zumindest vernünftig schleichen. Wir hätten den alten Mann schon längst umlegen sollen. Ich schätze, der T gedrückt halten. Warum gedrückt halten? Vielleicht doch, wenn ich einmal kurz drücke. Sammy uns nach Gano auf den Hals gehetzt hätte. Der Bleicharsch kümmert sich doch einen Scheiß um so einen ausgelutschten Nigger. Solange das Geld reinkommt, ist es Marcano egal, wer es ihm überreicht. So. Ich habe da was gehört, das mir gar nicht gefällt. Ich sehe was, was mir gar nicht gefällt. Putz. Aber die Ecke. Also tatsächlich, die halbe AP war schon weg. Ja. Keine Zeugen. Ja. Das ist der Plan. Ich habe da was gehört, das mir gar nicht gefällt. Gut. Ich habe da was gehört, das mir gar nicht gefällt. Ich nehme mich mal eben kurz hier weg. Das ist auch an diesen tausenden Makrotasten an der Maus schon irgendwie auch nützlich. Wenn nur die zwei, wenn halt das standardmäßig nur vor und zurück ist und das in diesen Spielen nicht funktioniert, kannst du es wenigstens nochmal umändern, sodass es nicht unbedingt nur Maustaste 4 und 5 ist. Oder dass du nicht nur die hast. Oder aber die meisten Sachen haben ja auch Profile, also. Okay. Darauf reagiert, dass sein Kollege nicht da ist. Nee, tut er scheinbar nicht. Nee.
Da wäre es mir echt lieber, wenn er generell langsam schleichen täte und er einfach mit Schiff dann im Schleichen sprinten täte, wie es in den meisten wirklich stealth-orientierten Games ist. Aber gut. Das hier ist ja nicht unbedingt eins. Angeportet war nützlich, muss man schon sagen. So. Es ist so, dass diese Penner den Überfall aus dem Land gebastelt haben. Wäre gut, wenn sie den Motherfucker erwischt hätten. Den Motherfucker. Motherfucker. Okay. Jetzt bitte einmal ein Checkpoint, das wäre schön. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht. Da kann er ja nicht rüber gucken. Wenn ich da an die Kante gehe, dann könnte ich ihn vermutlich ausnocken. Vermutlich. Scheint er da alle runter zu gucken und scheren sich nicht drum. Aber in die Ecke. Sehr schön. Jetzt die Frage. Rechts oder links? Oder ich schleiche mich ganz an den beiden vorbei. Könnte den glaube ich sehen. Gleichzeitig auch. Ich glaube, ich muss den um die Ecke pfeifen. Ich glaube, das ist die beste Idee. Schnapp mir den mal eben. Bring den ja auch hier nach unten. Der nicht überreagiert, nur weil da so ein Dude auf der Arbeit am Schlafen ist. Und dann. Ja, hier. Hier sollte er es auf jeden Fall nicht sehen können. Moment, ich hab was gehört. Ja, kommst du her, Bruder. Oder nicht Bruder. Ja, das war eine gute Wahl. So, und jetzt ihn. Wir drin jetzt nichts und niemanden.
Aber riskieren will ich es auch nicht. Also. Das ist sicher. Ich glaube nicht, dass er mich hier hinten hört. Auch. Nee. Hier? Hör mich hier? Jo. Heilige Schöpfung. Ja, aber die ist nicht so. Das ist die Haupttür, ne? Haupttür ist ja immer so eine Sache. Will man da reingehen? Soll man da reingehen? Aber haben die überhaupt einen Seiteneingang? Vielleicht da hinten rum? Da ist ein Schloss vor. Ich denke mal, mir bleibt da nicht viel übrig. Ah, Junge. Hättest mich töten sollen, als du noch konntest, Arschloch! Entschuldig dich! Diesen nutzlosen alten Mann. Scheiß Kerl! Uwo Anjen Bata! Fick dich! War ein großer Fehler, im Hollow aufzutauchen. Das Hollow gehört einem Trajisi, einem Feigling und Verräter. Schwarze Kulten! Keinen Weißen für euch! Der Mann, von dem du sprichst, hat mich aufgenommen, als ich nicht wusste, wohin. Du! Du Gätte-Cousin! Du Schweinehund! Hey, Schwein der Hölle! Beruhig dich! Ich soll mich beruhigen? Wie soll das gehen? Er hat mich gefangen gehalten, eingesperrt Tag und Nacht, mich verprügelt und missbraucht. Ich verfluche dich, du Monster! Dich und deine ganze verrottete Simpson! Er ist tot! Er ist tot! Er kann dir nichts mehr tun, es ist vorbei. Es ist vorbei? Es ist vorbei? Wie kann so etwas jemals vorbei sein? Bajam! Verrückte Haitianer. Mori! Ja, scheiße, ich musste ja schießen. Wobei ich könnte, hätte reinrennen können und ihn einfach schlagen. Ich bin da mal raus, ne? Ach, ne, hier sind nur noch mehr Mollys. Ja, geil. Alter! Molotovs. Er wirft ihn aber sehr seltsam. Werfen, loslassen. Okay. Ja, weiß auch nicht. Anstatt, dass ich einfach hinten... Weil ich hab's eigentlich gar nicht ausprobiert. Ich muss nachladen. Ja gut, hier ist... Zur Seite dann vielleicht? Schade. Ah, jetzt regnet das da draußen auch noch. Nein, sehe ich nicht ein. Oh, hä? Ah. Ich muss nachladen, verdammt! Scheiße! Ba 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 ba.
Ich chill mich dann hier einfach mal weg. Ihr Leute, das könnt einfach weiter drauf schießen auf den Dreck. Und ich bin dann einfach weg. Und tschüss. Wann ich wieder komme, so gewiss. Sicher ist, dass ich mir hier war, bis dahin, wo das Wetter besser ist. Sonnenschein ohne Krampus. Wait, hätte ich einfach nach links gehen können? Ist da der Weg frei? Heute ist dein erster Todestag. Der Pisser ist hier drüben. Was? Das schreit nach einer Schrotflinte. Oh Gott. Ich schalte ihn aus. Mach mich unsichtbar. Meinst du? Das ist doch Heck. Heckmeck ist das. Yay! Alle eure Waffen, Jungs! Ja. Wo ist einer? Scheiße! Ich suche Deckung! Da hinten ganz. Okay. Finden wir den Drecksack. Nee, das kann ich halt nicht sagen, ob da irgendwo wer ist. Scheiße. Aber irgendwo oben. Ich suche Deckung. Guita! Die Schmerzen sagen mir, dass ich noch lebe. Dafür muss der Wicht. Jo, Alter, snipen mit ihren Würfen können sie auf jeden Fall. Warum sind die am Schießen, wenn die eigentlich genauso gut NBA-Spieler sein könnten oder so? Wobei zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht. Alter, Junge, versteck dich nicht in dem Rauch. Ich höre nicht auf zu schießen, Junge. Kann ich ja noch nicht mal sehen. Warum hört es sich an wie so ein schlechter Mexikaner? Nein, nein, nein! Er hat den Arsch auf. Ist er da unten im Keller? Steckt er da fest? Ich muss nachladen, verdammt! Da war gerade wer. Erstmal nachladen. Ist ein bisschen ungünstig, dass sie da so kacke hängen, muss ich sagen. Keine Kugel mehr. Ich muss nachladen.
Scharfschuss im Gewehr hätte, ey. Da drüben, okay. Das kann ich nicht treffen. Ich muss nachladen, verdammt! Andere Seite vielleicht eher. Oh, hier sind ganz viele Mollys oder was? Nee, das ist nur Bier. Sehe mich von da hinten nicht mal. Richtige Big Brains. Keine Kugel mehr. Muss nachladen. Jetzt kommt er näher, oder was? Indiana Jones für Arme, ja. Ich wollte gerade sagen, als ob das mich hier drin trifft. Das glaubst du aber selber nicht. Klappen soll, muss man selber machen. Hast du recht. Sind wir noch hier drin? Was ist denn jetzt? Dahinter? Oh ja. Jetzt hatte ich dich, Arschloch. Ist da noch einer? Ich krieg dich, Schwanzlutscher. Na, ich glaube, du bist der Lutscher. Ja, du. Junge. Ja, Junge. Wird doch langsam Zeit. Kannst du mal Auto fahren? Alter. Fahren und Sprengstoff vom Auto Sprengladung und Verfolger zu vernichten. Sprengstoff beim Fahren fallen lassen, G drücken. Sprengstoff beim Fahren werfen, zum Ziehen gedrückt halten und dann loslassen. Ja gut, da würde ich das aber lieber am Austaste haben, wenn ich ehrlich bin. Nein, kein Radio. Wobei, dummes Gelaber würde ja noch gehen. Dauernd muss ich dich rauspauken. Alles frisch?
Ja, alles klar. Wie lief's mit Barker? Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Fahren wir zurück zu Sammy. Pops wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann läuft alles so, wie es soll. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Pops... Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, aber ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem... du weißt schon. Und ich erst recht nicht, erklär's mir. Ob durch eine Kugel oder die Hand Gottes. Jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice, wir... Ich bete drum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja gut, schon klar. Wäre natürlich schön gewesen, einfach alle auszunocken, aber... Gott, hat das lange gedauert. Eine Police on the street. Wait, Benzin muss ich aber hier nicht wieder drauf achten, oder? Scheint nicht so, ist hier keine Anzeige. Kann es sein, dass die ursprünglich mal geplant hatten oder in Überlegung waren, eine manuelle Gangschaltung zu machen? Oh. Komm her! Eine Sache, die Lincoln nicht gesehen hat oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte. War, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich... die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später. Passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen da aber nur als Angestellte rein. Also es wird dir nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Ja, Sir. Oh, yes. Neues bei Native Sun, liebe Hörer. Also, diese Pause, die habe ich wirklich dringend gebraucht. Ah, Fahrmodus.
Für ein realistisches Fahrerlebnis können erfahrene Spieler den Fahrmodus Simulation wählen. Zeitlimitfahrer ist jetzt verfügbar. Ja. Ja. Ich hätte lieber nochmal eine genaue Beschreibung gehabt, was genau Realismus, ja, Simulationsfahrmodus wäre. So. Bei 2,3 Kilometer. Nee, das wollte ich nicht. Wollte schon, wenn dann hier zielen, aber. Gut, mir wird auch nichts auf der Karte angezeigt, als ob es irgendwie Grund gäbe, frei herumzufahren. Wahrscheinlich wieder kein Klamottenladen oder so. Kein. Da kann man aber rein. Baby Bear Barbecue. Okay. Achso, da kriegt man ein Heating. Ist das jetzt auf der Karte? Auf der großen? Nein. Wow. Bist du warmblind? Tust du mir leid. Irgendwie. Wenn ich hier alles in Max einstellen könnte, dann würde das Game wahrscheinlich mal nichts besser aussehen, aber. Oh. Was ist da? Kann ich das Auto klauen oder so? Aber bisher muss ich sagen, sieht irgendwie der Remake im ersten Teil besser aus. Wobei ich dann wiederum sagen muss, ich recht entsinne, war der dritte Teil ja auch, als er rausgekommen ist, auch schon. War, glaube ich, auch so ein Ding, dass das mega, mega schlecht lief oder so. Ich mich recht entsinne. Und sehr viel Abstürze. Der ey. Kaum grün. Eine Polizei. Oh Junge. Nö. Tschüss. Oh. Yay. Alter. Wieder ist aber auch hart. Hä? Oh. Ja, sorry. Ich glaube, da habe ich gerade irgendwie voll aus dem Konzept gebracht. Wake up, wake up, wake up, wake up. Das war's auf Ampeln. Ist ja kein Polizist da.
Aber mir gefällt die Map bisher auf jeden Fall schon mal einiges mehr. Rede mit der Wache. Jetzt hab ich umdrehe. Stop it like it's hard. Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Ich bin hier, um Mr. Marcano zu sehen. Ach, wirklich? Dass ich das noch erlebe. Benimm dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Park da drüben an der Seite. Okay. Nein. Ich möchte kein Spiel gucken. Ich möchte Spiel spielen. Lincoln Clay! Scheiße, Mann! Sieh einer an! Ich wette, die Schlitzaugen haben sich eingeschissen, als du ankamst. Hey, Georgie, lang ist's her. Wie geht's? Allerdings ist das lang her. Ich erinnere mich noch an unsere letzte Nacht im French Ward, bevor du aufs Schiff bist. Mann, war das eine Schlägerei. Ich weiß nur noch, wie wir vor den Cops abgehauen sind und dass Danny in der Ausnüchterungszelle gelandet Geil, ist. Geil, Mann, ich hab ihn rausgekauft. Aber das war's wert, um diese Baguette-Ärsche zu vermöbeln. Fluppe? Gerne. Oh, Mann. Sammy sagte, dass Mr. Marcano mich sehen möchte. Mr. Marcano? Scheiße. Klingt ja, als wäre er ein verdammter Anwalt. Sag einfach, Sir. Er ist hinten. Ich hätte mir was anderes anziehen sollen. Wenn einer von diesen Spießern ein Problem mit deinen Klamotten hat, dann soll er es dem Alten ruhig sagen. Das geht ihm am Arsch vorbei. Ha, der Vorteil, wenn man vor Geld stinkt. Olivia, tut mir leid, Darling, aber ich habe noch einen Termin. Remy, war mir eine Freude, wie immer, Sir. Noch zwei Gläser. Lincoln. Schön, dich zu sehen. Das ist Vito Scaletta, der, von dem ich dir erzählt habe. Na los, Lincoln, setz dich. Du warst in Vietnam, ja? Ja, Sir. Sir sagt, du hast dir da ein bisschen Lametta verdient. Ich hatte sehr gute Männer. Ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen. Army? Marines? Zuerst Army, dann Versetzung zur 5. SFG. Special Forces? Ich sag doch, der ist was Besonderes. Ich meine, es wird nicht schief gehen, aber falls doch, verdammt, dann will man so einen Mann an seiner Seite. Wenn du für ihn bürgst, Sal, reicht mir das. Gut, ich habe noch einiges zu erledigen. Danke für den Drink. Gott, was für ein Arschloch. Falscher 50er. Die Kommission hat ihn vor 15 Jahren aus Empire Bay hier runtergeschickt. Seitdem hängt er verdammt nochmal hier rum, dieser blöde Wichser. Du fragst dich sicher, was du eigentlich hier sollst. Sammy konnte mir nicht wirklich etwas sagen. Zweimal im Jahr zieht der Staat altes Geld aus dem Verkehr und vernichtet es. Und im Verlauf der nächsten Tage wird dieses Geld abgeliefert. Und zwar genau hier, bei der Reserve Bank. Und Sie wollen einen der Transporte überfallen? Nicht doch. Wir werden bei dieser Gelegenheit in Ihren Tresorraum einsteigen. Und alles ausräumen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sollten 6-7 Millionen drin sein, leicht. Das ist aber ganz schön mutig. Nein, das ist die Chance unseres Lebens. Das ist es. Vito spendet eine Menge Kohle für den Job und besorgt die Kombination für den Safe. Warst du schon bei Danny? Nein, noch nicht. Dann mach mal. Wir brauchen ihn und seinen Alten bei der Sache. Und sie werden dich brauchen, also triff dich mit ihnen. Sind immer noch am alten Platz. Noch was, das wir besprechen sollten. Sicher weißt du von den Problemen, die Sammy in letzter Zeit hatte. Ich habe mich um die Haitianer gekümmert. Wenn sich die Sache beruhigt, kommt auch wieder Geld rein. Siehst du, so liebe ich das. Das habe ich gemeint. Du bist nicht rumgehockt mit dem Daumen im Arsch. Du hast dein Problem erkannt, bist draußen, hast es gelöst. Und sowas ist mir verdammt noch mal wichtiger als alles Geld. Wir zahlen unsere Schulden, so wie immer. Keine Frage. Also, das weiß ich. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber weißt du, Junge, auch wenn wir quitt sind, sitzt du immer noch fest am Arsch dieser Stadt. Du hast keine große Zukunft. Aber da gibt es vielleicht einen Weg raus, verstehst du? In unser aller Sinne. Was meinen Sie damit?
Hör zu, nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst oder irgendwas. Sam ist ein Spitzenmann, aber er wird nicht jünger. Und ich denke, es ist Zeit, was zu verändern. Also, ich glaube nicht, dass Alice so weit ist. Ich rede nicht von Alice. Ich spreche von dir. Ich will dich als Chef im Hollow. Das kann ich nicht tun. Also sieh mal, wenn du wegen Sammy besorgt bist, nein, vergiss es gleich. Wir waren schon immer auf einer Linie und dieser neue Job, du weißt schon, da bleibt mehr als genug für die Rente hängen. Er hat mich aufgenommen, als ich nirgendwo anders hin konnte. Er hat mich wie einen Sohn behandelt. Sorry, Mr. Marcano, das kann ich ihm nicht antun. Scheiße, mein Sohn. Ich müsste lügen, wenn mich das nicht ein bisschen verstimmen würde. Aber ich sehe schon. Du bist loyal. Findet man selten in diesen Tagen. Wollen Sie immer noch meine Hilfe bei dieser anderen Sache? Ha, natürlich, was denn sonst? Und wenn alles vorbei ist, werden wir mehr als Quitt sein, Junge. Darauf mein Wort. Was wollen Sie wirklich hören? Dass wir jeden entführt und gefoltert haben, den wir in Verdacht hatten, für die Vietcong zu arbeiten? Ich möchte herausfinden, welche Ausbildung Lincoln Clay in seiner Zeit in Vietnam erhalten hat. So jemand braucht keine Ausbildung. Man setzt ihn auf ein Ziel an und macht, dass man aus dem Weg kommt. Und da sind wir wieder. Unten beim Tape. Ich kann nichts sehen. Sie aber auch. Bleib ruhig. Wir schaffen das. Bin in Schussposition. Piss auf, Junge. Informationsaussicht. Achso, V. Mann am Boden. Ich suche mir Deckung. Wir haben noch einen Mann am Boden. Das war ja wohl echt Big Brain, ne? Alle von ihm. Welche Informationsansicht nur im... Super, der Bohrer ist durch. Den sehen? Wait. Achso, das sind die anderen Boys. Verdammt, Alice, wo bleibt ihr denn? Der scheiß Bohrer ist dauernd heiß gelaufen. Bei dir und Lincoln alles okay? Ja, alles bestens. Wo ist Danny? Er schiebt alles weg, damit wir Platz haben, das Geld zu fangen. Okay, wenn wir hier oben fertig sind, werfen wir das Geld runter. Mach schnell! Die haben das Licht ausgemacht. Ja, und? Kümmert ihr euch um die Kohle. Ich mach das hier klar. Das war ein verdammtes Gemetzel. Ich gehe in Deckung. Das ist nicht. Könnt ihr jetzt... Nein. Bang! Ich hab ihn. Was hast du? Kugeln im Arsch. Richtig. Jetzt machen sie sich wieder an. Sein, Lincoln. Stinkreich! Die versuchen uns rauszutreiben. Konzentrier dich darauf, was du tust. Deckung wechseln. Deckung wechseln. Erst Richtung in der Nähe. Was? Erst Richtung Deckung in der Nähe W drücken. Dann Steuerungstaste links. Deckung kreisen an der Kante der Deckung. Okay. Dich verlassen, Wim. Hier ist er. Sind das nicht die Wachleute, die angeblich aus Baton Rouge kommen? Scheiße! Brauche Munition! Dieses Arschloch hat es auf mich abgesehen. Es sind nicht mehr viele von uns übrig. Das ist doch gut. Ich könnte hier drüben mal Hilfe brauchen. Scheiße! Warum sehe ich bis einen von den Gegnern auch nur da? Schnell die Wichser ab! Verdammtes Gemetzel! Er ist da drüben! Was ist der denn da hinten? Mama. Bin ich auf der anderen Seite von Dark Souls 2?
Aber vielleicht tatsächlich. Fuck, die Wachleute ballern uns über den Haufen, sobald wir losrennen. Sag Danny, er muss uns hier rausholen. Diese Arschficker haben uns eingekesselt. Du musst dir was einfallen lassen. Ich hab TNT. Ich bring es auf unserer Seite an und lass es krachen. Und was genau soll das bringen? Wenn wir Glück haben, wird das Loch groß genug, dass ihr durchpasst. Wieso Glück? Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da tust? Nein. Das ist Dynamit. Wie kompliziert soll das schon sein? Okay, brennt. Weg von dem Loch. Oh Mann. Okay, bring halt den ganzen Raum mit runter. Warum haben wir es nicht gleich so gemacht? Lass mich raten, die beiden sind Matsch. Kann ich jetzt das Geld auch noch mitnehmen? Oh Gott! Tu das weg, Alice! Ich versuch's ja! Dannys Bein ist eingeklemmt! Helf mir mal! Ist halt auch niemand sportlich. Weiß genau, warum Selma Kano es auf Thomas Burke abgesehen hatte. Aber er nahm ihm Point Verdun weg und gab es einem Vollstrecker namens Roman, der Schlachter Barbieri, der prompt eines von Burkes Beinen zerfetzte. Danny Burke machte bei dem Überfall mit. Ich meine, er war Schrauber, er hatte noch nie sowas zuvor gemacht. Aber Thomas Burke bestand darauf. Er hoffte, bei einem Erfolg der Aktion würde Sal ihm vergeben und er bekäme Point Verdun zurück. Hey, angeblich gibt's nichts Geileres als eine vietnamesische Pussy. Siehst du das auch so? Vielleicht. Casanova Clay. Shit, Mann, ist verdammt gut, dich zu sehen. Ja, dich auch. Hey, wie geht's Nikki? Sie wollte auch kommen, aber naja, du kennst das. Oh Gott, verdammt, Mann, so ein Scheißteil! Ja, allerdings. Komm, wir trinken Bier. Warten wir, bis der Alte sich beruhigt hat. Dann kann's losgehen. Okay. Hey, was geht? Ich habe schon alles vorbereitet und organisiert. Die Mädels werden da sein und so weiter. Aber wir nehmen lieber mein Auto. Mit deiner Scheißkarre können wir da nicht einlaufen, hey, oder? Was ist, du nennst meinen Superschlitten eine Scheißkarre? Pass auf, ich Junge. Ich sag nur, es gibt bessere Möglichkeiten. Das kannst du vergessen. Seine Karre ist der Hammer. Ich habe einen neuen Big Block drin versenkt, bevor er nach Vietnam ist. Das ist nicht das Einzige, was du versenkt hast. Vielleicht solltest du ihm erzählen, wie du dir die Kiste von Alice gepumpt hast, um mit den Girls auszureiten. Hey, Mann, halt mich doch bloß ein Auto gefickt. Ach, kein Grund zur Besorgnis. Er war immer gut eingepackt. Bitte, ich hab schon einen verfluchten Bastard in meinem Leben. Ich brauch nicht noch einen. Weißt du, was du machen wirst? Sauber. Und zwar jeden scheiß Zentimeter. Nicht nur die Rückbank. Ich fahr doch nicht mit deiner Wichse durch die Gegend. Und du aushilfst, Clown. Du hilfst ihm dabei, klar? Vergiss es, ich hab doch keine abgekriegt. Das wundert hier keinen. Ach du lieber Himmel. Ehe ihr Jammerlappen irgendwas gebacken kriegt, gewinne ich einen verdammten Zehnkampf. Schon gut, Dad. Alles klar. Danny, alles. Ihr bohrt mit dem Bohrer ein Loch in den Boden des Tresorraums. Du und Georgie, ihr wartet drin. Ihr werft das Geld runter und dann raus, so schnell es geht. Der dämliche Bohrer ist kein Leichtgewicht. Also brauchen wir ein Boot, um ihn durch die Kanäle in Position zu bringen. Alice und ich besorgen das Boot. Georgies Alte hat einen Wächter der Bank geschmiert. Er überlässt euch einen Truck. Mit der Karre und den Uniformen kommen wir garantiert unbemerkt da rein. Kommt, wir sollten langsam. Ich muss noch bei Scarletta vorbei. Paar Sachen vorbereiten. Und ihr zwei Arschgeigen glaubt nicht, dass ihr um die Sache mit dem Auto drumherum kommt. Das Ding ist sauber, wenn ich wiederkomme, sonst gibt's was ich an die Backen. Ich putz den Scheiß nicht. Oh ja, das wirst du. Mein Vater hat viel angepackt. Das meiste ist missglückt. Aber als junger Kerl hat er mal Schnaps geschmuggelt. Und so kannte er die Kanäle unter unserer Stadt. Und wusste, dass einer davon direkt unter dieser Bank verläuft. Es war seine Idee, diesen Bohrer mit einem Boot dorthin zu bringen. Er war ein echtes Dreckschwein, mein Vater. Er trägt die Verantwortung für alles, was passiert ist. Wenn du deinen Kopf riskieren willst, fein. Aber halt den eigenen Sohn daraus. Es ist seine Schuld, dass Danny tot ist. Thank you.
Alle drin? Wir müssen los. Alle da, hau rein! Die Wachen kommen durch das Loch! Scheiße, noch mehr Wachen! Los, weg! Verdammt. Diese Schweine, die Cops schneiden uns den Fluchtweg ab! Wir finden einen anderen Weg hier raus. Der Tunnel muss ja irgendwo hinführen. Ist das Radio? Nein, das ist nicht. Die Scheißbullen! Sie haben das Feuer! Cops, Cops! Jo, tschüss. Hier, für euch, ihr Scheißbullen! Ja, selber schuld. Ich zeig's euch, ihr Schweine! Weiter, nicht langsamer werden! Hier, für euch, ihr Scheißbullen! Ich seh dich, Schwanzlutscher! Tschüss! Kommt her, ihr aber könnt ihr auch mal eben... Ich zeig's euch, ihr Schweine! Hinter deinem Fahrzeug schauen. Die Rampe, Vollgas, Lincoln! Bist du wahnsinnig geworden? Scheiße, scheiße, scheiße! Vollgas! Ist bei euch alles okay? So eine verrückte Scheiße habe ich noch nie miterlebt. Ich bin bloß froh, dass wir noch leben, Leute. Und, wie geht's jetzt weiter? Es gibt nur einen Weg, darauf. Willst du mich verarschen? Da wird's vom Bullen nur so wimmeln. Mal sehen. Wenn wir Glück haben, sind die so mit dem Mardi Gras beschäftigt, dass sie uns gar nicht sehen. Gehen wir. Verdammt, war das ein Spaß. Sag mal, musst du mir unbedingt so an den Arsch fassen? Deine Klappe und kletter weiter, Mann. Gib mir die Hand, komm schon. Hier, komm her. Hab dich, hab dich. Gut. Okay, wenn wir da raus sind, gehe ich zum nächsten Telefon und rufe uns einen Wagen. Kannst du gehen? Ja, wenn mir jemand hilft, geht's schon. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich dich trage, du Klappstuhl. Lass mich mal. Hey, was soll das? Lass mich runter! Wenn einer fragt, sagen wir, er ist besoffen. So, ihr schnappt euch die Kohle und dann raus hier. Verdammte Scheiße! Ja, besoffen. Das ist er. Blutet ja nur... Okay. Blutet ja nur aus dem Bein wie sonst was. Oh, schau dir diese Maps an. Na, Kleine, wie wär's mit uns zwei? Danny, leise, Mann. Man kann wirklich ihre Titten sehen? Oh, Mann, verdammt. Halt die Schnauze, bevor sie uns wegen dir einkassieren. Stopp, verdammt nochmal, stopp! Leck mich, Drecksau! Ja, gut. Hey, Mann, leg auf. Weg mit dem Telefon. Los. Ich bestehe auf einer Entschuldigung. Ja, sorry, wir brauchen das Telefon. Haltet die Augen offen. Wir stecken in der Scheiße, du musst uns helfen. Wo seid ihr? Genau neben der Parade. Danny ist verletzt. Wagen schicken, weil die Straßen gesperrt sind. Hör zu, an der Rückseite vom Friedhof ist ein Lebensmittelladen. Kannst du da hinkommen? Ja, sind wir. Alright. Vorsicht, Freundchen! Sammy schickt uns einen Wagen zum Lebensmittelladen, zur Laderampe. Gott schütze deinen Alten. Los, komm. Hey, was soll das, Mann? Na, da komme ich wohl nicht hin. Eine Polizei oder so? Oh.
Was für eine Alte. Mann, mir zu erzählen, die Party sei vorbei. Ich bestimme, wann die Party vorbei ist. Komm in die Gänge, Linkel. Achten Sie, erhalten zwar noch weitere Meldungen, doch wie es scheint, wurde die Bundesbank im Zentrum von New Bordeaux ausgeraubt. Quellen bei der Polizei berichten von mehreren getöteten Wachleuten. Die Täter seien mit einer Beute von mehreren Millionen Dollar entkommen. Scheiße, habt ihr gehört? Wir sind in den Nachrichten. Schnauze. Maul, Georgie, wir müssen weiter. Bei dem Raub benutzten Bus wurde im Fenchwort-Palast aufgefunden. Alle Einheiten, bitte bestätigen. Handelt es sich um einen männlichen Schwarzen, etwa 1,93 Meter groß, einen männlichen Weißen, etwa 1,80 Meter groß, sowie zwei unbekannte Komplizen. Sie sind bewaffnet und extrem gefährlich. Ja, gut. Wir haben das Boot gefunden. Bleib cool, Mann, ist noch nichts verloren. Du hast Glück, dass sie dich versoffene Asse nicht im Graben liegen lassen. Hätte echt nicht so viel saufen sollen. Hey, Vorsicht, Kumpel! Wie geht's? Das sieht nicht so gut aus. Oh, Scheiße. Verdammt, was machen wir jetzt? Alice. Hier ist alles voller Scheißbullen. Alice, Ruhe. Wir kriegen das schon hin. Okay, ihr nehmt Danny und die Kohle und geht zum Auto. Ich kümmere mich um die Bullen. Nein. Ich lenke sie ab. Kommt gar nicht in Frage, Mann. Schon gut, geht ja nicht allein. Jesus hier ist unser Begleiter. Amen. Also, gehen wir. Und das geht's. Oh, shit. Code 35. Verdächtige Person zu Fuß. Rote Fahndungszonen. Die Polizei hat mir verlassen, die blinkende aktive Polizei verlassen. Untersuchung aufgenommen. So. An alle Einheiten. Verdächtige. Ah, shit. Mann. Einheiten vor Ort ermitteln. Achtung an alle Einheiten. Ja. Sehr hilfreich, diese scheiß extra Info. Nicht. Ja gut, das müsste ein Kontrollpunkt gewesen sein. Barbecue Deli. So, jetzt renne ich einfach los. Fuck the shit, we are out. An alle Einheiten, Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Oh shit. Ich bin ein alter Mann. Ah ne, das muss ich nicht Ruhe sterben. Raus hier! Versuchen wir es da drüben. Aus dem Weg! Bitte! Menschen entwickeln sich in unterschiedliche Richtungen. Daran hat niemand Schuld. Besonders wenn man bedenkt, wie lange ich im Ausland bin, verstehe ich das absolut. Aber davon schmerzt es nicht wenig. Warst du schon in dem neuen Film? Irgendwas mit lebenden Toten? Wir haben mir fast in die Hose gemacht. Kann ich da nicht einfach einsteigen und damit wegfahren? Das ist doch scheiße. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Polizeizonen. Ist ein Verfolger losgeworden. Bla bla bla. Fuck.
Alter! Was ist das hier für Bullshit? Pisst euch! Hört auf, um mich zu schießen, ihr Lappen! An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu verdächtigem Fahrer. Ah, shut the fuck up. Officer vor Ort hat verdächtig gesichtet. Mit äußerster Vorsicht mehr. Alter, ihr seid scheiße, wisst ihr es eigentlich? Leck mir im Arsch. Oh, Alter. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Scheiß Fenster. Und dieser scheiß Schwabbelpolizist. Code 35. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Untersuchung aufgenommen. Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Mit äußerster Vorsicht näher. Ich will lieber im Schlaf sterben. Eine alte Frau bringt man doch nicht um. Helfen Sie mal einer alten Dame hier. Sie verarschen? Der sich ja doch. Maschallah. Diese Polizisten. Ich stimme nicht unbedingt bei ihrer Taktik zu. Aber ich will verdammt sein, wenn sie nicht enorm viel Aufmerksamkeit für die Sache hätten. Und hier kommt er mir wahrscheinlich auch wieder im Weg, der Sack. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung. Ja. Eingeleitet. Ja, selber schuld. Sagen wir mal, Mann, dieses Kackfenster. Ja, warum wohl? Steh nicht aus. Ja. Steig nicht aus, so. Hä? Ernsthaft? Ich gehe mir auf den Senkel. Wie möchte, dass ich alles umbringe, glaube ich. Code 35. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Untersuchung aufgenommen. An alle Einheiten. Was ist das für ein komisches, grünes Ding? Da geht jetzt einfach die Frage, ich hau damit ab. Der Verdächtige führt jetzt ein Fahrzeug. Tackle gleich, Wichser. Auch. Ja, okay, geht nicht. Also.
Was ist bloß los mit dieser Welt? Ja, wie genüsslich die da einfach spawnen. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Keine Spur von ihm hier. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung. Eingeleitet. Ich spawne gerade noch mehr. Wo ist Georgie? Wir wurden getrennt. Zuvor hat er noch gesagt, wir treffen uns im Haus. Steig ein! Code 35. Verdächtige Person in Fahrzeug. Einheit vor Ort hat Ermittlungen aufgenommen. Hä? Was? Woher wissen die plötzlich, dass ich ein Fahrzeug habe? An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Ui! Ich glaube, es selber nicht, ey. Aus hier, bloß weg hier. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtiger wurde in Point Verdun gesichtet. Bleib einfach stumpfsinnig auf der Straße stehen und fang an zu hupen wie ein Vollschrottel. Der ruft ja richtig danach, einfach nur über komplett weggeputzt zu werden. Komm, schlafe ich auf einem Bett aus Titten. Scheißegal, was es kostet. Sind Sie weg? Ja, Mann. Alles klar. Gar nicht. Ich wusste, dass wir es schaffen. Ich wusste es. Wir sind reich. I'm robbing people with a six gun. I fought the law. Aber die können mich alle mal. I fought the law and the Law lost! Wie viel ist es? Bisschen mehr als 2 Millionen. Für jeden. Heilige Maria, Mutter Gottes. Wenn wir hier durch sind, dann rufe ich einen Typen an, den ich kenne, und sage ihm, er soll uns 3 Nutten rüberschicken. Nichts da. In dieses Haus hier kommt mir keine Nutte. Sicher? 2 von denen sind allein für dich. Diesmal ficke ich in meinem Schlitten. Das will ich auch hoffen. Mein Leben lang hat mir immer jemand gesagt, was ich tun oder lassen soll. Musste mir anhören, wo ich hingehen soll, wie ich hingehen soll und mit wem ich hingehen soll. Aber jetzt, nach diesem Ding, jetzt wird alles anders. Ich meine nicht das Geld. Ja, mein Thomas. Freiheit. Wirkliche Freiheit. Ich muss mir von keinem mehr was sagen lassen. Und das gilt für uns alle. Vouloir c'est pouvoir, hein? Vouloir c'est pouvoir. Wer ist denn da? Der Meister persönlich. Hey, da bist du ja. Danke. Ich hab euch wen mitgebracht. Macht's dir was aus, 2 mehr einzuschenken? Na, aber mit Vergnügen. George hat erzählt, dass der Überfall beinahe in die Hosen gegangen wäre und Lincoln euch den Arsch retten musste. Auf den Jungen kannst du stolz sein. Bin ich, Sal. Sogar mächtig stolz. Junge, Junge, dieses Zeug haut vielleicht rein. Dazu. Jemand was dagegen, dass der Kerl reinkommt, der meinen Anteil mitnehmen soll? Ja, rein mit ihm. Wenn ich einen krieg? Hier ist ein Kornwhisky. Da kriegst du Haare an den Eiern vorn. Sind die alle gleich? Nein, nimm gleich den höchsten. Ist dein Anteil mit meinen Schulden. Ich hab noch was draufgelegt wegen dem Ärger. Ohne dich jetzt nicht geklappt, Sammy. Jungs, ihr wart spitze, danke. Na. Na. Warum holst du uns nicht deine guten Tropfen? Wir müssen noch anstoßen. Ja. Ja, das
den wir nicht zweimal sagen. Mach richtig voll. Ich rieche Dreck. Lincoln, ich hab noch nie einen tafferen Hurensohn gesehen als dich. Aber du hättest nicht Nein sagen sollen. Na, wo soll es denn hingehen? Ja. Dämliche, beschissene Nigger. Los, schnapp dir die Tasche, wir gehen. Als ich bei Sammy ankam, stand dort alles in Flammen. Warum ich da überhaupt hin bin, weiß ich nicht. Glück. Göttliche Vorsehung. Oder irgendwas anderes. Als ich Lincoln aus den Flammen zog, kam er kurz zu Bewusstsein und bat mich, John Donovan anzurufen. Das habe ich dann getan. Ich wünsche mir so oft, ich hätte ihn nicht angerufen. Mr. Donovan, kennen Sie diese Person? Sicher. Sir Marcano. Mhm. Und was ist mit diesem dieser Mann? Dieser dreckige Mistsack ist Sals Bruder Lou. Hören Sie. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Was wollen Sie wissen? Haben Sie Lincoln Clay geholfen, Sal Marcano und führende Mitglieder seiner Mafia-Familie zu ermorden? Aber ja, selbstverständlich. Das sind also die Männer, die ihr töten wollt, ja? Das ist der Plan, Padre. Das ist aber ganz schön gefährlich, so wie ihr das vorhabt. Und was würden Sie vorschlagen? Dass Marcano es verdient hat zu sterben, will ich gar nicht abstreiten. Bringt ihn um. Aber dann muss Schluss sein. Das reicht noch nicht! Es ist genug, wenn du beschließt, dass es genug ist. Ich weiß, was Sal dir angetan hat, Lincoln. Aber ganz egal, was du tust, davon wird keiner wieder lebendig. Ja, niemand wird wieder lebendig. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Ich will diesem Bastard zeigen, was es heißt, alles zu verlieren. Ich werde die Ratte Stück für Stück vernichten. Aber das ist eine Sackgasse, Lincoln. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, gibt es kein Zurück mehr. Ich gehe jetzt zu Sammy und hol meine Sachen. Kommst du? Ich warte im Auto. Sie haben uns als Kinder gesagt, wir sollen noch die andere Wange hinhalten. Und nicht zurückschlagen. Das Problem ist, es geht nicht. Nicht im wirklichen Leben.
jedenfalls nicht immer. But I've gotta do it. Jo. Der Padre scheint nicht sehr begeistert von dem Plan zu sein. Um den musst du dir keine Sorgen machen. Will bloß nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich dauernd höre. Der weiß von jedem krummen Ding, das ich hier gedreht habe und hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist es so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Wir werden Marcano und seine ganzen Arschlöcher töten. Okay. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du dir eine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Als ich zurück war, hat Marcano mir das Hollow angeboten. Er meinte, es ist Zeit, dass Sam in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Glaubst, was passiert, das war deine Schuld. Für ihn ist anders zu. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen, vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? Wir wissen beide, es gibt nur einen Weg raus aus diesem Leben. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Marcano wollte, dass ich das Hollow leite. Scheiß auf ihn. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Das ist genau Hell das, was ich hören wollte. Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Ach, keine Ahnung, vielleicht weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Trip gekommen, aber das wird wieder. Ist immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Ach was. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Sal in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Sals Gorillas zoffst, hast du sie am Hals. Hm. Okay, ist zu Ende. Problem ist bloß, gemutet ist trotzdem währenddessen wahrscheinlich. Oh Mann, ey. Nimm sowas. Ich mich gerade frage. Da muss ich mal schnell gucken. Spielen? Was wäre, könnte das denn sein? Tutorials? Ausblenden jetzt. Launcher deaktivieren, Fensterfokus. Nein, das kann es nicht sein. Audio? Nee, das wohl nicht. Soll ich dich nicht doch mitnehmen? Nein, Mann, alles gut. Ich bin im Motel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Ab durchs Fenster. Erstmal meine Sachen holen, beziehungsweise. Oh, Vietnam-Flashbacks. Willkommen daheim, mein Junge. Nee, andere Flashbacks. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hunde voll? Alter Junge. Seine Karre ist der Hammer. Ja, Spannend hat mir mein Auto geklaut. Ich bin nicht der Chef von Auto. Was zum Geier? Meine Sachen sind unten.
Das ist keine gute Idee. Viele Jungs sterben da drüben in Vietnam. Ich muss es aber tun. Habe ich dir schon erzählt, woher ich die habe? Klar, gestohlen. Stimmt. Aus der Tasche von dem alten Weißen, der immer nur rumgestänkert hat, wenn er hier war. Nimm sie. Mir hat sie immer Glück gebracht. Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß, du hast Angst, allein auf der Welt zu sein. Bist du aber nicht. Und wirst du auch nie sein. So, das ist jetzt hier mein Shit, ja. Klamotten. So, was haben wir denn Schönes? Action, mach dich bereit, Soldat. Formell. Speziell. Pro-Arm. Einerseits ja, andererseits hä? Und dann wiederum, hä? Bundesagent? Du bist ein Mr. Burke. Der Jagd. Classico. Die Erfahrung. Blue Genius. Mafia Nadelstreifen. Mafia 2 Lederjacke. Ach ja, stimmt, der hat ja standardmäßig eine Lederjacke. Vito Scalettas Lederjacke. Ja, wir haben ja gesagt, wenn wahrscheinlich den. Aber Classico? Formell? Auf den Bildern sieht das alles sehr weird aus, wenn ich ehrlich bin. Okay, aber er sieht auch da sehr weird aus. Ich weiß nicht, was es ist. Ob das seine Augen sind oder. Irgendwie sieht das wieder komplett weird aus in den ganzen Klamotten. Ich glaube, sein Kopf, das wirkt einfach nur mega groß. I guess ich nehme für den Anfang erstmal den hier. Sieht aber auch breit aus, der Junge. Ja gut, aber ich glaube, damit können wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Ich hoffe, wir haben hier basically das Intro drin. Der Grund, weswegen wir überhaupt den ganzen Scheiß machen. Diese kleinen Schwanzlutscher, wie die so gerne gesagt haben. Ja. Die haben uns einfach die Familie weggeburnt und geböllert. Und dafür kriegen sie allesamt mindestens 5 Kilo Blei in den Arsch. Ne? Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstagabend. Später eine gute Nacht und wir hören uns dann morgen. Morgen Vormittag. Schön, dich zu sehen. Ich hasse diesen verdammten Regen. Genau, ich hasse diesen verdammten Regen. Schon wieder aufgehört. Hä, nein. ja. Ich weiß gerade gar nicht, was ist nochmal freitags. Und wird's dann sehen. Bis dahin. Tschüssi.